Mahlzeit, Deutschland. Ich grüße euch. Da ist er heute noch ein zweites Mal mit einem Video da. Und natürlich haben auch schon alle anderen darüber berichtet. Aber wenn meine Zuschauer um Hilfe schreien, weil sie Informationen haben wollen, dann mache ich das natürlich, ist doch klar, logisch. Ja. Also ganz kurz zusammengefasst, vor 10 Tagen gab es eine Anschlagswarnung gegen Alice Weidel, das ist die junge Dame, die der AfD vorsteht, ja, also eine der Vorsitzenden. Daraufhin wurde sie mit ihrer Familie ausquartiert, in Sicherheit gebracht. Und gestern sollte sie eigentlich in Bayern auftreten. Dort kam dann raus, dass eine Anschlagswarnung da war und dass sie mit ihrer Familie in Sicherheit gebracht werden konnte und dass sie deswegen alle öffentlichen Auftritte erstmal abgesagt hat und deswegen nur per Videoschalte in Bayern auf der großen Abschlusswahlveranstaltung zugeschaltet war. Und was passiert in den deutschen Medien? Natürlich. Gestern haben sie sich dann auch dazu gemäußert und gemeldet. Die Tagesschau hat einen schönen Bericht geschrieben, dass es eine Anschlagswarnung gegen Alice Weidel gibt. Und natürlich haben auch einige Zeitungen das Ganze dann heute Morgen aufgegriffen. Okay, und jetzt fange ich nochmal an. Also, vor 10 Tagen gab es diese Anschlagswarnung. Seit 10 Tagen ist Frau Alice Weidel, eine der Vorsitzenden der AfD, in Sicherheit gebracht worden, mitsamt ihrer Familie, weil irgendein paar Dullis oder ein Dulli da draußen einen Anschlag gegen sie plant. Gegen eine Oppositionspolitikerin. Und unsere deutschen Massenmedien haben nichts besser zu tun, als nach 10 Tagen das erste Mal überhaupt davon zu berichten. Wow, ich fühle mich wirklich sicher. Ich stelle mir gerade vor, die gute Nancy Faeser wäre nicht in Hessen aufgetaucht. Und 10 Tage später wäre das rausgekommen. Eine Anschlagswarnung gegen Nancy Faeser oder gegen Olaf Senilus Schulz, den Großen. Ja, der Mann, der sich ja nichts erinnern kann. Ja gut, der hätte die Anschlagswarnung wahrscheinlich vergessen. Aber stellt euch mal vor, das wäre bei denen rausgekommen. Was wäre hier heute Morgen für ein Aufschrei? Was wäre für ein Aufschrei? Die Altparteienpolitiker würden sich überschlagen mit Solidaritätsbekundungen. Demos würden aufgerufen werden. Der Kampf gegen rechts würde noch mindestens ein Sondervermögen von 100 Millionen bekommen. Genau. Aber hey, alles nicht so wild. Alles nicht so wild. Es geht ja nur gegen eine Oppositionspolitikerin. Eine Oppositionspolitikerin. Die Oppositionspolitikerin in Deutschland, die momentan mit ihrer Partei in den Umfragewerten steigt und steigt und für diese Altparteien eine große Gefahr darstellt. Wow! In diesem Lichte betrachtet, stellen wir doch eines fest. Wir sind im besten Deutschland aller Zeiten. Und jetzt folgt mein persönlicher Kommentar dazu. Liebe Leute, wundert euch doch nicht. Wir müssen uns nicht darüber wundern, dass es so weit gekommen ist. Die Massenmedien und die Altparteien haben in den letzten Jahren mit ihrer Rhetorik, mit ihrer Stigmatisierung, mit der systematischen Diskriminierung und Diskreditierung der Partei AfD, mit dieser Angst- und Panikmache, mit Fake News verbreiten über die AfD und ihre Politiker, dafür gesorgt, dass das jetzt überhaupt so ein Ausmaß angenommen hat. Und die Frage ist doch eigentlich nur noch, was muss noch passieren, bevor hier in Deutschland mal einer das Ding da oben zwischen den Ohren wieder einschaltet und mal wieder ein bisschen Maß findet in dieser besten Demokratie aller Zeiten. Bevor wirklich noch da draußen irgendein Dulli sich genötigt sieht, einen anderen Menschen möglicherweise das Leben zu nehmen, nur weil über Jahre ihm gesagt wurde, das ist der Dämon. Das ist nämlich Fakt, liebe Bundesbürger. So weit sind wir hier in diesem Land gekommen. Und ich bezweifle ganz stark, dass diese Anschlagswarnung von einem Rechtsextremen kommt. Kann man mal drüber nachdenken? Muss man aber.